Also nicht erschrecken, dass... Quatsch. Hallo, zurück zu einem neuen Vlog. Ich war gerade dabei, mich fertig zu machen. Da kam diese geile Überraschung rein. Richtig geil. Auf jeden Fall meinte er noch so, ja, und dann sind da noch so zwei nice Überraschungen. Da war es nicht cool. Bin ich und da gespannt. Werden wir jetzt mal ein Unboxing machen. Ich hätte echt Glück, ich wäre jetzt so, wär 10 Minuten später gekommen oder so, wäre ich wahrscheinlich schon weg gewesen. Ja, ne? Krass, dann hättest du so zweimal essen müssen. Heftig, ey. Von Guido. Na geil. Hören möchtest du, sieht das aus? Ich muss noch 10 Jahre später. Ja. Der Schlüsselanhänger ist das ist eigentlich voll gut. Ach, das habe ich auch schon mal bekommen. Das schmeckt richtig gut. Die Schokolade von Reichert Plus. Cool. Oh, richtig geil. Yeah. Das ist einfach nur scheiße. Die Füße zeigen, die geht immer mit ab. Das ist so geil, ey. Das ist ein sympathisches Typ. So, wir sind bereits unterwegs. Gehen jetzt zu Marcel von Berlin, weil er mir da ein Fitting hat. Und danach müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Es ist so kalt in Berlin. Hauptsache vor einer Woche in L.A. war es noch so 18 Grad, ey. So, wir sind jetzt bei Marcel von Berlin angekommen und mir gefällt die Mode richtig gut. Guckt euch mal dieses Kleid an. Das sieht so geil aus. Das hat echt schöne Sachen. Dieses Kleid hier gefällt mir auch richtig gut. Das hatte Lami, ja stimmt, das hatte Lami letztens an in Gelb. Voll geil. Das ist echt schön. Sieht richtig gut aus. Wir sind gerade übrigens bereits im Büro. Und hier wurde Sushi bestellt. Wir essen jetzt gerade alle gemeinsam. So, wir sind jetzt übrigens wieder im Gentleman's Corner. Und ich war gerade beim Spray Tan. Wir stellen dich gerade bei der Arbeit, gell? Ja, ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Da haben wir jetzt Press Tanning gemacht. Sie hat mich halt so eingesprüht und das darf jetzt erstmal 3 Stunden einwirken. Und ich habe mich erstmal mega erschrocken, als ich rausgekommen bin, weil es halt so für meine Verhältnisse schon relativ stark ist, dafür, dass ich halt sonst immer so blass bin. Aber wenn man duscht, wäscht es sich noch mal ein bisschen ab. Deswegen sieht es jetzt eventuell noch ein bisschen sehr stark aus. Aber ich habe nämlich noch ein Kleid gefunden. Ich bin so happy. Das ist hier von Core Flavor und ich habe mich so in dieses Kleid verliebt. Also ihr werdet das dann heute Abend sehen und ihr könnt es dann auch nochmal auf meinem Instagram sehen. Da verlinke ich nochmal auch alles. Da könnt ihr euch das genauer angucken. Und ja, ich bin sehr happy, weil heute Abend ist dann die Guido-Show. Und jetzt bin ich für die Guido-Show geöffnet. Yeah, yeah, yeah. So, Leute. Alter, Moment. Schalte ich mal kurz deine Musik ein bisschen leiser, ne? So. Alter, ich bin einfach nur so heftig braun. Also nicht erschrecken, das wäscht sich alles dann noch ab, wenn ich dusche. Ich darf jetzt leider noch nicht duschen, weil noch keine 3 Stunden vergangen sind. Ja, ich habe jetzt versucht, mich leicht drüber zu schminken. Das sieht jetzt gerade übelst orange aus in diesem Licht. Aber ich wollte euch nur kurz mein Kleid zeigen. Abgesehen von dieser Unordnung, ist es halt in so einem Royalblau. Es ist so wunderschön und hier hat es noch so Taschen an der Seite. Moment, ich zoome euch mal ein bisschen ran. So sieht es aus. Und das ist von 4 Flavor. Und ich habe jetzt einfach meine nude-farbenen Heels angezogen. Und ich bin einfach richtig happy, dass ich jetzt noch ein Kleid gefunden habe. So sieht das aus, das Kleid. So, wir sind jetzt übrigens. Wir sind jetzt am Zelt.
Mars. Und jetzt gleich geht's los, Alter. Ich habe mich immer noch nicht an die Bräune gewöhnt. Wir sind jetzt wieder im Hotel, ziehen uns jetzt schnell wieder was Gemütliches an. Und dann geht's wieder raus zum Essen. Essen! Das Beste am Tag. Ja, übel. Also ich persönlich finde von Guidos Kollektion immer die Abendmode am schönsten. Kannst du kurz vor? Ja. Ach, das ist so. Was soll ich? Du hast schon. Wegfilm. Ach so, ich bin wir sind jetzt gerade bei Shiso Burger. Alles funktioniert nicht so. Wir haben jetzt Eda Mama Menü bestellt und gerade noch die Burger, aber die kommen gleich noch. Tendo. Ich freue mich schon, wenn ich es bitte abwaschen kann und es nicht mehr so stark ist. Jetzt gerade sehe ich aus wie so ein. Ich werde gerade aus dem Malle bekommen. Und das Essen ist da. Ich hab mir einfach a homemade fries und einen Cheeseburger. Guten Appetit! Does he know it's killing me? He knows. Tearing me apart. She's slipping away. Leute, es ist gerade 2:30 nachts. Wir kommen gerade aufs Zimmer und sehen diese Überraschung noch. Süß, was ist das? Das Annemarie so Berlin. Beauty-Perlen, Anti-Pollution, also so Umweltschutz und Moisturizer. Heute Abend sendet euch Berlin ein ganz besonderes Beauty-Package, abgestimmt auf euren Hauttyp und als kleine Erfrischung für morgen. Oh, ich kann frische gebrauchen, ey, so fertig. Liebe Grüße auf jeden Fall an Tim und das Reichert Plus-Team. Ja. Oh, der Lippenstift ist auch etwas schön. Etwas Wasser in der Handinnenfläche aufschäumen. So, Leute. Ich sehe immer noch voll braun aus in der Kamera. Ne? Also ich habe übrigens vorhin alles abgewaschen und es ist schon ein bisschen was in der Bräune weggegangen. Und es wird auch jetzt die nächsten, bei den nächsten Waschen noch ein bisschen mehr weggehen. Deswegen sieht es gerade ein bisschen krasser aus, weil es so dunkel ist. So, irgendwie ist es in der Kamera. Guck mal, ich bin einfach mal so braun wie du, aber bei mir sieht es einfach so heftig aus. Krass, einfach so richtig sonnengeküsst. Ja, einfach weil es so gewöhnungsbedürftig ist, weil mich nur als Kalkleiste kennt. Stimmt, aber es sieht voll gut aus. Das sieht gerade voll süß aus, wie du da drin liegst. Wie so ein Burrito. Auf jeden Fall haben wir gerade unsere Koffer schon mal gepackt. Das war echt schwer. Oh Gott, ey, alles reinzubekommen. Also da. Damit wir, also morgen fahren wir ja nach Hause. Und wir haben morgen Frühstück noch so ein Brunch, wo wir hingehen müssen. Beziehungsweise, wo wir hingehen. Das hört sich immer so an wie so ein Zwang. Wir werden gezwungen. Nein, ich freue mich da irgendwie schon drauf. Deswegen, ja, und danach irgendwann mal fahren wir dann auch dann nach Hause. Bewegen. Wie viel Uhr haben wir? Vielleicht wird es vor 4. Alter, nicht mal knapp 5 Stunden. Ne, Dings. Ach, oh, egal, ich kann nicht. 5 Stunden fängt das Meal an. Ja, das Brunch. Stimmt. Oh. Wir haben schon gleich 4 Uhr. Hast du eigentlich bei Sammy gevloggt? Ja. Nee, ach so. Wir waren eben, also wir waren halt, nachdem wir beim Dingens waren, wie heißt das nochmal, Schisoberger, waren wir, also Shanti, Tobi, Sammy und ich waren zusammen auf Sammys Zimmer und haben noch voll lange so geredet und Sammy Austria. Bei, genau, Austria's Next Topmodel geguckt. Voll geil. War cool, war noch voll witzig. So überwitzig, ja, das war gut gemacht auch. Ja, fand ich auch. Deswegen, das war echt interessant. Die Kandidaten waren auch so cool drauf, ey. Was? Die Kandidaten waren auch so cool drauf. Ja, es war echt witzig, sich das anzuschauen.
Auf jeden Fall ist das Ding jetzt schon so spät, weil wir danach noch hier hinkommen mussten. Ich musste duschen, dann mussten wir Koffer packen und so. Das hat ziemlich lange gedauert. Mein Kopf guckt noch so raus. Eben, das ist etwas. Du sollst dich auch mal so einhüllen. Und dann sind wir beide so dabei. Hey, guck mal, jetzt sieht es gar nicht mehr süß aus. Ich sehe immer so ugly aus. Mein Zopf guckt dir den mal an. Als auf dem Foto. Also, warte gleich. Du, guck mal, das sieht jetzt mal witzig aus in der Kamera, weil du so klein in der Ecke liegst. Oh, das sieht so, ich finde, das sieht voll süß aus. Die sind so cute. Mal, jetzt sehen wir uns ähnlicher, weil ich jetzt auch ein bisschen braun bin. Wir können uns echt. Also, natürlich Mutter und Kind, aber also, wenn du dich noch so jung gehalten hast, ich soll meine Schwester sein. Jetzt kommen wieder welche an. Ist sie wirklich deine Mutter? Wie ist das möglich? Nein, wir beenden jetzt auf jeden Fall den Vlog. Los. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder. Bye. Wir sind so fein.